Guten Tag, mein Name ist Ricky Springer. Liebe Grüße aus Graz. Ich bin die Autorin des Buches Geistreich und Wandel, erschienen im Mirabilis Verlag. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Hauke Haader bedanken und beim Leseschatz, dass ich heute dieses Buch vorstellen darf. In dem Buch geht es um die Geschichte zwischen einer Frau und einem Flötenspieler, einem Musiker, der den Tod eines geliebten Menschen zu verkraften hat, und die Frau hat ein ähnliches Schicksal durchlitten. Und nachdem der Künstler durch seine Trauer den Zugang zur Musik verloren hat, fühlt sich die Frau alarmiert. Sie ist sehr feinsinnig und sehr klug, und sie glaubt, sie kann ihn wieder aufrichten. Für sie ist die Musik, für sie hat die Kunst, die Fantasie, das Musische Lebensfreude zurückgebracht. Die Musik hat also eine bedeutende, übergroße Symbolkraft in ihrem Leben. Aber vielleicht verkennt sie ja den Menschen, der hinter diesem Musiker steckt. Jedenfalls doktert sie stellvertretend für ihre eigene Verwundbarkeit eben an ihm herum und steigert sich in seine Errettung fürchterlich hinein und merkt nicht, dass sie plötzlich Gespenster weckt. Trotz ihrer Aufmerksamkeit und ihrer reflektierten Art verliert sie plötzlich den Überblick und auch zunehmend den Zugang zu ihm, plötzlich auch den Boden unter ihren Füßen. Das passiert dann so schleichend. Die Geschichte handelt von Kämpfen und von Verbindung, Verzweiflung, von der Suche nach dem Sinn, alle Themen, die ihnen ans Herz gehen. Die Frau gleicht diese Realitäten ab, seine Realität mit ihrer Realität, immer auf der Suche nach einer Gemeinsamkeit, damit sie sich in diesem Gemeinsamen wiederfindet, oder sie sucht Geborgenheit. Ja, so passiert es aber, dass alles zu verschwimmen beginnt. Die Realität, die Fantasie, seine Realität, ihre Realität. Und er wehrt sich, verständlicherweise. Ja, und die Frage ist, was setzt das alles in Bewegung? Wann verschwimmt das? Wie kann das verschwimmen? Zum Schluss geht es jedenfalls in diesem Buch nicht mehr um die Seele eines Künstlers.